Hallihallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon und die rote Edition. Ja, jetzt bei Folge Nummer 28. So langsam nimmt es Form an. Es geht langsam auf die 30 zu. Ja, im letzten Part, so wie ihr es hier ja noch seht, waren wir im Pokémon-Turm, wo wir jetzt immer noch sind. Und ja, in diesem Pokémon-Turm werde ich mich jetzt weiter begeben. Ich hatte ja jetzt erstmal Kadabra nach vorne gezogen, weil der halt effektiv gegen Geister macht und ja, das werde ich jetzt so behalten. Ja, die Exorzistin schreit erstmal eine Runde Zombies. Ich wüsste zwar, dass hier irgendwo Zombies wären, aber nun gut. Man könnte ja auch davon ausgehen, dass ein Geist ein Zombie ist. So. Ja, das bleibt alles so. Ja, und Zystrahl und ab dafür. Volltreffer und effektiv. Ja, ich will gar nicht lang vorab reden. Ich mache direkt quasi weiter. Damit wir bloß keine Zeit verlieren. Exorzistin fragt was. Und gibt mir nette 720 Pokédollar. Das ist doch freundlich von dir. Dankeschön. So, hier haben wir noch ein Item. Jetzt erstmal nicht mehr. Kommt erstmal wieder ein nettes Nebulak um die Ecke. Ein wildes Nebulak. Level 21. Die Erfahrungspunkte nehmen wir doch wieder mit. Konfusion eine Runde. Und tschüss. Ja, das ist natürlich schon etwas einfach. Das Ganze hier. Ja, wieder ein Nugget gefunden. Gucken, ob hier ein verstecktes Item ist, aber ich glaube nicht. Nö. Ja, dann greife ich die da. Lass ich mich von denen unten mal angreifen. Buh. Wieder nur ein Pokémon. Das geht ja natürlich ein bisschen schneller. Und endlich mal ein Apollo. Nicht immer nur ein Nebulak. Obwohl ich Gengar halt immer noch lieber mag. Aber Apollo finde ich auch schon ganz nett. Im Gegensatz zu, ja, zu Nebulak ist Apollo auf jeden Fall optisch auch schon mal hübscher. Das war knapp, sagt sie, und gibt mir wieder 660 Pokédollar. Das ist doch nett. So, jetzt können wir rechts weitergehen. Oder auch erstmal nicht. Werden wir erstmal wieder schön angegriffen, weil es so schön ist. Ein Nebuschlag. So, Zystrahl. Und Good Night Guy. Wie man das so schön sagt. Ja, hatte ich die schon mich von der angreifen lassen? Gucken wir mal. Gib mir deine Seele. Nein, die hatte ich noch nicht. Jetzt habe ich sie aber. Gut, da ich sie nochmal angesprochen habe. Sonst hätte ich wieder irgendwelche Erfahrungspunkte auf dem Weg vergessen. Kadabra. Ach, nicht Teleport. Ja, ich muss dringend auch noch Teleport wegbekommen. Weil dieses Teleport brauche ich eh nicht mehr. Ich habe jetzt eh Fliegen. Dann kann ich auch einfach nur... Ja. Keine Ahnung. Ich werd, auf jeden Fall brauche ich später noch die TM. Die ich erlernen muss. Aber das dauert ja alles schon eine Runde. Püh. Ist jemand eingeschnappt, weil er verloren hat. Also die Ultra-Attacken, die hat Kadabra jetzt auch noch nicht. Aber das kommt hier alles. Ich brauche Blut. Schlurf, Schlurf oder so ähnlich. Oh, wir haben mal drei Pokémons, die wir puttauen können. Beziehungsweise K.O. machen können. Tot sind sie ja dann nicht. Genau, das war schon mal wieder Nummer 1. Na, wenn das so weitergeht, schaffen wir vielleicht den Pokémon-Turm in diesem Part noch. Juhu, Level 37.
Das wäre ja cool, wenn wir in dem Part hier noch den Pokémon-Turm durchkriegen. Aber ich glaube an Kadabra. Ich denke mal, der wird's hinbekommen. Ist natürlich schade, dass ich jetzt den anderen nicht groß Erfahrungspunkte geben kann, aber das kommt ja alles noch. Exorcistin sagt, wo bin ich? Ich würde mal grob geschätzt sagen, du bist im Pokémon-Turm. Einen X-Treffer gefunden. Jo, da haben wir noch einen zum Angreifen. Nehmen wir direkt mal mit. Buhuhu. Wie sie immer alle meinen, ich erschrecke mich von denen. Das finde ich immer lustig. Exorcistin möchte kämpfen. Und immer diese Nebulax überall. Ein Kadabra. Macht Konfusion und wieder mal mit einem Schlag kaputt. Ja, man merkt schon, Kadabra ist zu stark hierfür. Der macht alle mit einem Schlag kaputt. Sie will mich wieder erschrecken mit einem Buh. Was aber nicht klappt. Ich glaube, hier waren keine versteckten Items. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Außer am Anfang hatten wir mal irgendwo eins gehabt. Aber ich glaube, hier gibt es nicht groß welche. Ein wildes Apollo. Ist sogar Level 26. Vom Level her ist es eigentlich relativ hoch. Aber ich fange es mir jetzt doch nicht. Na, dann greifen wir die nochmal an? Nö, natürlich werde ich dann nochmal angegriffen. Das ist immer so, wenn ich irgendwo schnell durchhuschen will, dann werde ich alle 2 Meter angegriffen. Das ist echt so ein typisches Pokémon-Problem, glaube ich. So, wenn du die ganzen wilden Pokémon haben willst und dich angreifen lassen willst, weil du leveln willst zum Beispiel, dann rennst du 50 Meter und es passiert nichts. Und wenn du einfach nur durchrennen willst, so, dann bist du 2 Meter gelaufen, wildes Pokémon. 2 Meter gelaufen, noch ein wildes Pokémon. Ist echt grandios teilweise. Vielleicht sollte ich immer den Gegenzug wollen, dass ich jetzt quasi sage, ich will leveln und vielleicht kommen dann weniger. Ich sage jetzt einfach so, ich will leveln. Mal sehen, ob jetzt weniger kommt. Ich bin mal gespannt. Oder Pokémon erkennt, dass ich jetzt gelogen habe. Dann wird es natürlich nicht mehr funktionieren. Irgendetwas hat mich verlassen. Das ist nicht schön. Mal gucken, ob da irgendwas ist. Nö. Nur noch ein Pokémon, was mich angreifen möchte. Wieder ein Nebulak. Ein wildes Nebulak. Level 24 ist auch ganz nett. Aber na gut, ich habe jetzt erstmal ein Nebulak. Ich brauche erstmal keins mehr. Mausi findet ein Bonbon. Ja, mal gucken. Vielleicht benutze ich auch mal ein paar Sonderbonbons. Ah, seht ihr, ich werde trotzdem alle paar Meter angegriffen. Das heißt, Pokémon hat erkannt, dass ich gelogen habe und nicht leveln will. Aber nun gut. Kriegen wir schon hin. Ist ja kein Ding. Problem wird nur an der Sache sein, dass Kadabra wahrscheinlich irgendwann keine APs mehr hat, dass er keine Angriffe mehr machen kann. Aber ich glaube, wir sollten hier eigentlich schon fast durch sein. Ja, wir sind quasi Richtung Ende. Na, dann gehen wir doch mal die Treppe hoch. Hoch? Verschwindet, Eindringlinge. Ein Geist taucht auf. Das Sylph-Scope hat den Geist identifiziert. Und es ist ein Knogger. Auf Level 30. So, Konfusion. Könnte sein, dass ich den nicht mit One-Hit schaffe. Genau, das müssen wir zweimal machen. Weil da auch, glaube ich, kein Geist-Pokémon ist.
531 Erfahrungspunkte. Der Geist war die rastlose Seele der Mutter eines Tragossos. Ihre Seele hat endlich Frieden gefunden. Sie ist in das Jenseits eingekehrt. Ja, das ist doch supi. So wollen wir das doch sehen. So, nun gehen wir da hoch. Gott, schon wieder schwarze Männer, die Team Rocket Leute hier. Was willst du? Warum bist du hier? Weil ich hier lang muss, würde ich mal so dreist behaupten. Rocket möchte kämpfen und setzt ein süßes Zubat ein. Naja, süß ist relativ. Sieht mir immer so aus, als hätte Zubat keine Augen. Und die Zähne, die sehen auch nicht gerade nett aus. Ja, sehr effektiv. Ist natürlich wieder gut für Kadabra. Zubat ist dann auch mal eben weg. Level 38 hat unser Kadabra jetzt. Versucht, Psychokinese zu erlernen. Sehr schön. Teleport ist nun endlich Geschichte. Soll eine andere Attacke zugunsten von Psychokinese vergessen werden? Natürlich. Welche Attacke soll vergessen werden? Teleport. Jetzt haben wir nämlich nochmal eine etwas bessere Psycho-Attacke. Es läuft auf jeden Fall. Es kommt noch ein Zubat. Dann werde ich mal direkt schön das Psychokinese einsetzen. Ich finde, die Attacke sieht auch sehr lustig aus. Irgendwie. Zubat wurde besiegt. Es kommt ein Golbat hinterher. Da bleiben wir dann auch direkt mal bei Kadabra. Und nochmal Psychokinese. Ich finde die Attacke irgendwie voll cool. Auch dieses Bild, was so am Verschwimmen ist, das finde ich sehr nice. 915 Erfahrungspunkte für dieses Golbat. Oha. Ich geb's auf. Tschüss. Das werde ich dir nie verzeihen. Musste auch nicht. So, jetzt werde ich erstmal nochmal Pokémon tauschen. Jetzt hat er eigentlich Kadabra so die Attacken, die der auf jeden Fall noch haben sollte. Da war so ein alter Knacker, der behauptet hat, wir würden Pokémon quälen. Willst du meine Meinung hören? Wollen? Relativ, ne? Wie man das so gerne sagt. Team Rocket kann man ja eh irgendwie nicht so wirklich ernst nehmen. So, dann wechseln wir mal auf Garados um. Damit Garados jetzt auch noch ein paar Level kriegt, weil der ist ja auch noch erst 33. Der muss auch mal ein bisschen vorankommen, sag ich jetzt mal. Nehmen wir Eisstrahl. Eisstrahl muss ich ja so oder so nehmen. Weil es am meisten Schaden macht, denke ich mal jetzt einfach. Oh, Blitzer hat auch nun Level 29. Sehr schön. Das läuft ja wie geschmiert. Dann wechseln wir wieder auf Blitzer um. Und dann machen wir daraus direkt wieder einen Garados. Kopfnuss. Oh, Kopfnuss ist auch eine Attacke, die eigentlich viel Schaden macht, aber Garados interessiert es anscheinend mal voll nicht. Oh, Traumato erstarrt. Er ist eingefroren. Sehr schön. Sowas ist natürlich cool. Ja. Dann kann der nämlich nicht mehr angreifen, weil der nämlich quasi in der Starre ist. Bitte, lass mich in Ruhe. Pokémon sind nur zum Geldverdienen gut. Halte dich heraus aus unseren Angelegenheiten. Wollte ich gar nicht wissen so genau. Aber er erzählt es mir dann quasi trotzdem. Du wirst niemanden retten, Kleiner.
Kleine, wenn ich bitten darf. Ich bin ein Mädchen. Und ja, ich bin auch recht kleinwüchsig, also es würde sogar passen. Na komm, lassen wir mal einen Ruckzuck-Hieb raus. Gucken wir mal, wie viel Schaden das macht, aber es sind nicht viele Level Unterschied. Konfusstrahl und Verwirrung. Ja, nice, läuft. Oh, aber er haut sich nicht selber, das ist natürlich gut. Blutsauger heilt sich nochmal eine Runde, aber eigentlich müsste ich das jetzt mit einem nächsten Ruckzuck-Hieb, müsste ich den jetzt kaputt kriegen. Jo, Blitzer kann zwischendrin auch mal was alleine, schon. Das ist gut. Ein Radfratz, nein, wir tauschen nicht. Wir müssen nämlich jetzt langsam mal gucken, dass das Blitzer 32 oder 34 wird für die erste Blitzattacke. Oh, Energiefokus. Der erhöht quasi seine Angriffskraft, wenn man das so sagen darf. Aber hat ihm nichts gebracht, weil er vorher K.O. ist. Nun kommt ein Radikal. Radikal könnte vielleicht ein bisschen böse werden jetzt, weil Radikal, ja, gute Schadensattacken hat. Da muss man jetzt mal abwägen. Ah, Hyperzahn zum Beispiel ist nämlich sehr am Auer machen, aber es geht eigentlich. Da habe ich jetzt mehr eigentlich erwartet, vom Schaden her. Ja, so langsam kann man, ja, mit Blitzer auf jeden Fall spielen, so langsam läuft's. Ruckzuck-Hieb, aber ob er jetzt noch das letzte Pokémon schafft, das bezweifle ich. Aber da hat er jetzt gut Erfahrungspunkte bekommen. Ach, ist noch ein Zubat. Na, bei einem Zubat, das sollte ja gehen. Das sollte ja eigentlich funktionieren. Ja, dreimal angreifen vielleicht, dann müsste der weg sein. Außer der macht wieder hier seinen Blutsauger oder so. Ja, einmal noch. Ja, selbst wenn der sich jetzt auflädt, ist immer noch einmal. Das zieht mir auch nur drei Leben ab, das Blutsauger. Das ist natürlich cool. Dann muss ja Blitzer eine relativ hohe Basic-Verteidigung haben, sonst würde der mehr Schaden nehmen. Im Gegensatz zu Kadabra auf jeden Fall. Leg dich nicht mit dem Team Rocket an. Du wirst nicht ungestraft davon kommen. Was ich mich auch immer gefragt habe, Team Rocket ist ja in Anführungsstrichen reich. Weil sie ja mit Pokémons Geld verdienen. So wie sie es immer so schön sagen. Ich frage mich dann aber nur, warum, wenn man gegen die Team Rockets kämpft, teilweise mehr Knete am Ende bekommt, als wenn man gegen normale Trainer quasi kämpft. Das finde ich schon seitdem ich das Spiel spiele immer ein bisschen komisch. Weil eigentlich Team Rocket so müsste so doppeltes Geld geben oder sowas, halt so Bonusgeld so, ne? Zudem Team Rocket ja auch weniger im Spiel vorhanden ist wie normale Trainer, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und man bekommt einfach viel zu wenig Kohle, finde ich, von denen. Die sind halt geizig, ne? Die wollen alles für sich. Die geben nicht gerne Geld ab. Also wenn das irgendeiner erklären kann, wieso und weshalb, ne, dann klärt mich auf. So, ich kann mir das bisher immer noch nicht wirklich erklären. Ja, das geht ja jetzt so nicht. Müssen wir erstmal wechseln, immer wieder Garados. Und ich bin begeistert. Wir haben in der Folge wirklich den Pokémon-Turm geschafft. Habe ich nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ein Nachtnebel. Oh, der macht aber gut Schaden, ey. Ja, muss ich nochmal hauen. Und jetzt bin ich erstmal eine Runde verwirrt. Na toll. Bitte hau dich nicht selber. Sehr schön. Und Eisstrahl. Und tschüss. Blitzer erhält Erfahrungspunkte und Garados keiner Level-Up-Schade. Mr. Fuji, was? Du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank, aber ich bin freiwillig hier. Ich kam her, um die Seele von Tragossos Mutter zu beruhigen. Die Seele des Knogger sollte nun in die ewigen Jagdgründe eingekehrt sein. Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich.
Folge mir in das Pokémon-Clubhaus am Fuße dieses Turms. So, und das Gute ist, wir müssen den ganzen Weg nicht nochmal zurücklaufen, Gott sei Dank. Ich quatsch jetzt erstmal die anderen noch an, die hier so rumlaufen. Ein Nidorino. Mr. Fuji hat oft für Tragossos Mutter gebetet. Dann haben wir hier Anton. Oh nein, Kopfschmerzen. Anton halt. Sie sind so putzig. Pokémon sind wunderbare Schmusetiere. Großes Pokémon-Gewinnspiel. Es sind keine Teilnahmekarten mehr vorhanden. Sie wurden alle abgeschickt. Ja, das ist natürlich traurig. So, jetzt quatsche ich mir den Mr. Fuji nochmal an. Mausi, du kannst deinen Pokédex nicht vollenden, wenn du deinen Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst. Dies wird dir bei deinem Abenteuer helfen. Mausi erhält eine Pokéflöte. Schlafende Pokémon wachen auf, wenn sie das Spiel in der Pokéflöte hören. Du kannst damit alle schlafenden Pokémon wecken. Okay, was sagt uns das jetzt? Das sagt uns erstmal, wir gehen nochmal ins Pokémon Center und heilen uns. Ja, auf jeden Fall muss ich mir jetzt erstmal noch eine Runde Superbälle kaufen gehen. Weil ich ja, glaube ich, nur noch einen habe. So. Dann gehen wir mal zum Shop, zum Market. Was quatscht der? Ich suche nach Items, die die Fähigkeiten meiner Pokémon während eines Kampfes verbessern. Zum Beispiel X-Angriff, X-Abwehr, X-Tempo und X-Spezial. Weißt du, wo ich sie kaufen kann? Ja, aber ich kann es dir anscheinend nicht sagen. Beziehungsweise, ich darf es dir nicht sagen. Superball. Ja, Hyperbälle haben wir noch nicht. Das kommt erst noch. Also müssen wir uns mit Superbällen zufrieden geben. Nehmen wir erstmal 10 Stück. Sollte erstmal genügen, weil ich glaube ich noch eins in der Tasche habe. Beziehungsweise auf Tasche. Weil irgendwann kommen ja eh dann die Hyperbälle und dann brauche ich die Superbälle auch nicht mehr. Ich habe in den Bergen ein Nugget gefunden. Ich dachte, er wäre nutzlos, doch dann habe ich dafür 5000 bekommen. Apropos, gut, dass du mich daran erinnerst. Danke, lieber NPC. Ich habe doch vorhin noch irgendwo ein Nugget gefunden. Das kann ich doch direkt mal verkaufen. Dann habe ich quasi das Geld von den Superbällen fast wieder drin, bis auf 1000. So, 100.000 Knete haben wir mittlerweile. Fast immer noch. Ja, hier sage ich jetzt einfach mal, mache ich einen Schnitt wieder. Weil wir sind ja jetzt erstmal so weit durch. Joa, wir haben gut was geschafft, haben Lavandia City quasi jetzt auch beendet. Dann geht's ja demnächst mit dem Story-Modus ja weiter und ja, was so auf uns zukommt, dann das werdet ihr dann in den nächsten Folgen sehen. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen, meine Lieben, und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!